Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Ja, es geht weiter mit den Bastelvideos, nachdem ja meine Verlosung jetzt rum ist. Und heute habe ich wieder ein kleines 3D-Projekt für euch. Und zwar ist das dieser kleine Heißluftballon. Und der hat unten eine kleine Schachtel dran. Und da kann man zum Beispiel, so wie ich das jetzt gemacht habe, so ein kleines Ferrero-Küsschen reinpacken. Oder aber auch ein Geldgeschenk oder eine andere Süßigkeit und kann das dann zum Beispiel als Tischdeko dem Gast auf den Platz stellen. Und ich möchte euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ihr braucht dafür, ich lege es mal dahin, dass man es auch sieht. Ihr braucht dafür zuallererst unsere Sinnlitz in den Wolken. Und zwar braucht ihr hier diese Form vom Heißluftballon und ihr braucht diese Form, also die Wolke für das kleine Grußschild, was hier oben noch dran ist. Dann braucht ihr Papier und zwar einmal ein Stück Flüsterweiß in den Maßen 14 mal 9,5 oder 5,5 mal 3¾ Inch. Ihr braucht ein Stück Himmelblau in den Maßen 6 mal 5,5 oder 2¾ Inch mal 2¾ Inch. Ihr braucht weiterhin nochmal ein Stück Flüsterweiß. Das kann ein Reststück sein, das braucht ihr für das Schild. Also es muss auf jeden Fall das Sinnlid draufpassen. Ihr braucht ein kleines Stück, in dem Fall ist es jetzt Pfirsich pur, für das kleine Herz hier unten. Das ist auch so ein kleines Reststück, das langt. Und wenn ihr um das Ferrero-Küsschen noch eine Banderole machen möchtet, dann braucht ihr ein Stück Himmelblau, ist es wieder in den Maßen 2,5 mal 9 cm bzw. 1 Inch mal 3,5 Inch. Und dann braucht ihr Stempelkissen. Ich habe mich jetzt entschieden für Osterglocke, Himmelblau und Pfirsich pur. Ich fand, diese Pastelltöne passen jetzt zum kommenden Frühjahr ganz gut. Ihr braucht so kleine Fingerschwämmchen oder andere Schwämmchen, die ungefähr diese Breite haben. Und was braucht ihr noch? Ein Stück Leinfaden und ein Stempelset für den Spruch. Ich habe jetzt wieder das mit Gruß und Kuss ausgewählt, weil hier so schöne kleine Grüße drauf sind, die eben auf so ein kleines Schild ganz gut passen und habe mich hier für das Liebe Grüße nochmal entschieden. Ja, ein bisschen Klebemittel und die Big Shot und dann legen wir mal los. Und zwar habe ich diesen Luftballon in so einem Farbverlauf gemacht, von Blau über Pfirsich pur eben zu dieser Osterglocke. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ihr nehmt euch ein Papier, nehmt das Stück Flüsterweiß und nehmt euch das erste Stempelkissen. Also die Farben könnt ihr frei wählen. Da könnt ihr in sämtlichen Pastelltönen schwelgen. Ihr könnt auch ganz kräftige Farben nehmen. Ihr könnt in einer Farbfamilie bleiben. Das ist euch freigestellt, so wie es euch dann eben am besten gefällt. Ich habe jetzt angefangen mit Himmelblau. Dann nehmt ihr euch so ein Schwämmchen und fangt an im unteren Drittel und tupft diese Farbe mit dem Schwämmchen einmal auf. Jetzt habe ich mich für drei Farben entschieden. Das heißt, ich drittel jetzt auch ungefähr mein Blatt. Also hier unten mache ich jetzt ungefähr ein Drittel blau. Ich mache das jetzt nicht alles, ich deute euch das jetzt an, sonst wird das Video so lang. Also ihr macht jetzt einfach die Reihe einmal hier nach hinten durch, so intensiv, wie ihr die Farben auch haben möchtet. Dann nehmt ihr das nächste Stempelkissen, in dem Fall Pfirsich pur. Nächstes Schwämmchen und geht eine Reihe drüber und macht da genau dasselbe auch.
einmal tupfen, die gesamte Länge lang, so intensiv wie ihr das haben möchtet. Rein theoretisch könntet ihr das Ganze jetzt auch wischen, aber ich fand das mit dem Tupfen schöner, weil dann so Schattierungen nochmal entstehen. Das macht es nochmal ein bisschen lebendiger. Aber wenn ihr sagt, es muss schnell gehen, dann könnt ihr das natürlich auch reiben. Und dann eben die dritte Farbe. Das ist dann die Osterglocke. Und das macht ihr dann eben im oberen Bereich. Auch wieder einmal lang. Ich denke, es erklärt sich, ne? Ich habe das jetzt schon mal soweit fertig gemacht. Ich zeige es euch jetzt mal, wie es dann fertig aussieht. Und so sieht dann die fertige Karte aus. Hier haben wir eben diesen Farbverlauf. Und hier auf diese Karte kommt jetzt unser Simlit, der Heißluftballon. Und den legt ihr euch jetzt an, wie ihr den Farbverlauf haben möchtet. Wenn ihr jetzt mehrere Farben habt, könnt ihr vielleicht auch versuchen, hier genau diese Elemente dann von den Farben her zu erwischen. Mir haben jetzt eben diese drei Farben gelangt und ich lege es dann so an. Und dann wird es einmal durch die Big Shot auf die nächste Seite gelegt und nochmal durch die Big Shot gejagt. Und das mache ich jetzt mal schnell und bin gleich wieder für euch da. So sieht es jetzt aus. Ich habe das jetzt also einmal ausgestanzt, von den ganzen kleinen Teilen befreit. Ich sehe gerade, da habe ich noch eins vergessen. Wenn ihr das ausstanzt, verwendet unbedingt die Präzisionsplatte. Bei diesen feinen Sinnlitz ist es wirklich schwierig, sonst das exakt rauszubekommen aus der Form. Also die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt machen wir das Körbchen. Dafür nehmen wir das Stück Himmelblau. Und zwar habe ich das gefalzt einmal ringsrum bei 1,5 cm bzw. 5/8 Inch. Und jetzt schneiden wir uns die gegenüberliegenden Seiten wieder ein. So kleine Dreiecke raus, das kennt ihr ja bestimmt schon. Einmal auf beiden Seiten. So, und hier nochmal. Genau. Jetzt falzen wir uns die Falzlinien einmal nach. Und kleben uns dann das Körbchen zusammen. Dafür könnt ihr wieder Flüssigkleber nehmen oder Klebeband. Einmal ringsrum, dass eben so eine kleine Schachtel entsteht. Einmal. Also die Maße von der Schachtel, die ich jetzt hier mache, die sind auf so ein Ferrero-Küsschen abgepasst. Wenn ihr eine andere Süßigkeit nehmt, dann müsst ihr das natürlich dementsprechend anpassen und korrigieren. Sonst passt es ja nicht rein. Allerdings sollte man ein bisschen die Größenverhältnisse beachten, denn wenn der Korb zu groß wird, sieht es dann auch nicht mehr schön aus. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch Geld hier reinpacken, ein kleines Geldgeschenk machen. Da wäre das ja auf jeden Fall auch passend dafür. So, jetzt ist das Körbchen soweit schon fertig, der Rohling zumindest mal. Jetzt nehmen wir uns den Leinfaden, nehmen uns da ein Stück, nehmen uns einen Klebepunkt, platzieren uns den hier vorne in der Mitte. So. Setzen den Faden hier an, einmal, und gehen jetzt hier außen rum.
Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch dreimal machen, wie euch das gefällt. Und jetzt schneiden wir uns das exakt hier auch wieder ab. Ja, super, genau. Gut, dass es an der anderen Seite noch klebt. Also nochmal. So. Dann endet das wieder hier auf dem Klebepunkt. Und für die Verzierung habe ich so ein kleines Herzchen gewählt. Und da habe ich jetzt unsere, das habe ich vergessen zu sagen, unsere Eulenstanze genommen, hier für das kleine Herz. Ihr könnt es aber auch ausschneiden oder ihr nehmt vielleicht ein kleines Blümchen oder was euch dann eben gerade gefällt. Also ich habe jetzt, wie gesagt, das kleine Herz. Und das kleben wir uns jetzt hier mit vorne drauf. Über. Und jetzt ist das Körbchen auch soweit fertig. Jetzt kleben wir uns den Luftballon zusammen. Oder Heißluftballon ist ja. Und da kleben wir nur im oberen Bereich. Also so die ersten, den ersten Abschnitt hier vom Ballon. Das geht gut mit dem Flüssigkleber, weil das noch ein bisschen breiter ist. Ihr könnt aber auch den Präzisionskleber nehmen, aber es funktioniert ganz gut, weil ja noch ein bisschen Fläche da ist. So, und jetzt kleben wir uns den genau gegen gleich einmal drauf. Gucken, dass das passt. Und drücken einmal fest, lassen das ein bisschen anziehen. So. So, dass es halt ein bisschen fest ist. Und jetzt erkennt ihr das auch schon, ne? Das klappt sich jetzt hier so auf. Jetzt geht er einmal mit dem Falzbein hier so ein bisschen rein, rundet es ab, beiden Seiten. So sieht es dann aus. Und jetzt kleben wir uns das einmal hier innen rein. Also ihr macht euch jetzt hier den Kleber drauf, auf die Körbe, die ja praktisch noch dran sind, und klebt das einmal von innen dran. Könnt ihr auch Flüssigkleber nehmen oder Klebeband. So, gucken, dass der halt da schön mittig bleibt, ne? Und zwar so, dass der Korb mit der Kante vom anderen Korb aufhört. Andrücken. Der eine Korb hört mit dem anderen Korb auf. Und auf der anderen Seite auch. Dass ihr gerade seid. So. Dann könnt ihr das noch mal so ein bisschen auseinander drücken, dann kriegt es noch ein bisschen mehr 3D-Effekt. Genau, und somit wäre der Luftballon, Heißluftballon, schon fertig. Man könnte es jetzt auch einfach so mit einer kleinen Schnur zum Beispiel an einen Ast hängen oder so. Finde ich es auch ganz nett als Deko fürs Frühjahr. Aber ich habe ja da eben noch dieses Ferrero-Küsschen verpackt. Das zeige ich euch jetzt auch noch schnell.
das ist auch ganz schnell gemacht. Einmal den Streifen so ein bisschen übers Falzbein ziehen und dann am besten unten anfangen am Küsschen anlegen und dann einmal ringsrum und hier unten wird es dann wieder zugeklebt. Ne? Also anlegen, ihr legt hier an, legt das Band einmal ringsrum und klebt hier unten wieder zu. Das könnte man jetzt auch noch bestempeln, zum Beispiel, oder Designerpapier nehmen. Ich fand das so Ton in Ton ganz schön. Genau, und das, wie gesagt, das passt dann eben genau hier rein. So, und jetzt fehlt uns ja noch unser Schild. Und dafür nehmen wir uns das Reststück Flüsterweiß und den Spruch, und ich habe es jetzt in Himmelblau gestempelt. Einmal abstempeln. Achso, das brauchen wir gleich nochmal. Und jetzt die Wolke anlegen. Da müsst ihr jetzt gucken, wie rum euch die Wolke besser gefällt. Mit den zwei Bögen oben oder mit dem einen Bogen oben. Ich finde es schöner, wenn es die zwei Bögen oben hat. Und so geht es jetzt noch einmal durch die Big Shot durch. Das mache ich jetzt noch mal schnell. So sieht es jetzt aus, wenn es rauskommt. Und damit es noch ein bisschen Kontrast kriegt, tue ich mir jetzt die Ränder noch ein bisschen kolorieren. Und dafür nehme ich wieder mein Stempelkissen und auch wieder diesen Fingerstempel und fahre jetzt einfach hier außen ein bisschen mit der Farbe lang. Auch das habt ihr vielleicht auch schon beim einen oder anderen gesehen. Und es gibt einfach noch mal so ein bisschen einen Schatten, 3D-Effekt. Das macht es ein bisschen plastischer. So. Welchen Spruch ihr da nehmt, auch das könnt ihr euch überlegen. Ein Hallo. Wenn ihr es als Gastgeschenk nehmt, könnt ihr zum Beispiel auch den Namen dran machen, draufschreiben oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir uns noch ein Dimensional. Kleben den hinten drauf und platzieren uns den Spruch einmal hier oben. Ja, das war meine kleine Idee für heute. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, wenn ihr es nachbasteln wollt. Die Anleitung findet ihr wie immer auf www.stempelbunt.de. Und ich möchte noch darauf hinweisen, ab dem 21. Februar gibt es neue Produkte in der Celebration. Wenn ihr noch nicht wisst, was das für Produkte sind, dann könnt ihr euch auf meine Homepage klicken und da findet ihr den Flyer. Und vielleicht ist das eine oder andere noch bei euch dabei. Also, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.